Hallo und herzlich willkommen hier zur Wochenfolge hier. Gerade eben auf dem Marsch, also uns 3.5. Ja, ich könnte mal jetzt den Kurs weiterhin einfahren. Und zwar hat man den Steuer abgestellt, mal ohne einzufahren. Klappt dann dem ein bisschen besser. Dann werden wir gleich mal wieder aktivieren. Und den Punkt hier löschen. Irgendwie will er heute nicht. Also Einstellungen, Kurzscreen und Hinterstart, nächstgelegen. Okay, das ist ganz wichtig, also da irgendwo auftaucht, außer da wo der andere warte ist blöd. So, warten, bitten, nein. Auch nein. Anwenden. Das heißt, ich wollte das nur nicht so machen, dass er irgendwo anfängt, wo ich nicht will. Ne? Also ich mache meinen Punkt alleine und verbinde entsprechend da, wo ich dann fahren will. Also so. Und gehe dann so in den Kurs ran. Und vom Grün zum nächsten. Und jetzt fahren wir in die Richtung, nehmen wir jetzt eh auf. Und dann für die Kaltstation. Was ist hier für ein Punkt? Was ist hier eine Störung? Ein Hügel. Wie ist dann Hügel? Da müssen wir näher entfernen. Kurz. Beenden. Neuen Punkt wählen, weil da wollen wir aufnehmen. Und beladen. Punkt machen. Und dann gleich hier vorne. Anschließen. So, diesen Punkt, wo er gerade den roten Pfeil hat. Benennen wir mal. Kalt. Station 3 erstellen. Eine Station ist am Hof, eine ist bei der BGH, also Nord, und eine halt hier. So, das wäre es. Aufnahme beenden. Das ist ja jetzt der Fahrer für Dünger. Und bevor wir das hier vergessen, gleich mal den Unebenheiten beseitigen. Sonst haben wir ja später garantiert Probleme. Verkehrte Menü. Ganz kurz reingehen. Der Traktor ist ganz schon laut, ne? Wie man sieht, hier ist es hier kaum zu sehen, aber es ist da. Guck mal, Hilfe. Und dann kann man hier planieren. Ob davor was war. Und dann machen wir gleich mal eine feste Straße hier. Ich habe den Mod erstmal deaktiviert. Weil ich sag mal so, wenn es zu extrem ist, dann ist es auch nicht gut. So, Tiermatsch nicht. Ganz kurz gucken. Wir können eh auf C gehen, auf viereckig. Und dann noch mal ganz kurz den Wohntyp ändern mit Tab. Ja, das war nicht Tab. Asphalt. Denn ich habe ja gesagt, wir haben hier also hier, ich habe dazu eingefahren, dass er hier lang fährt und dachte eigentlich, dass dieser Weg ja hier an der Straße angeht, ist nicht der Fall, also muss ich das ein bisschen anpassen nach meinen Wünschen. Denn es bringt ja nichts, ne, wenn wir da so da noch mal ganz kurz. Und dann können wir mit Kreisbewegung mit C können wir es ändern, glaube ich. Die kleinen Ecken wegnehmen. Ist im Grunde nicht so tragisch, aber wie gesagt, das ist optisch passt. So, das müsste passen. Traktor ist zu laut, ne? Für den hier auch. Das mal, ja. Speichern. So, ein bisschen angenehmer. Den Wintersteuer nehmen wir eben gleich mit. Ich weiß nicht, ob wir Dünger
Müssten wir hier auch noch hinkriegen, ne? Ja. Machen wir auch gleich. Und was vergessen wir nachher? Und beziehungsweise gerade der im Raum ist, ne? So, Düngerstreuer. Ganz zum Schluss war das gewesen. Solange man weiß, wo es ist, dann ist es gut. Ansonsten tut man sich doch ein dämlich. Kauf Bigfoot Dünger. So. Müssen ein bisschen drehen. Dann können wir ein paar fast denselben Kurs verwenden. Beziehungsweise wir können das auch machen. Wir müssen nur. Noch einen weiteren Punkt setzen. Ne? Also. Sonst fordert nichts. Also, Dünger. Station 3. Weiß ich jetzt nicht genau. Achso, wir haben ja eine. Na gut. Ist eine vorübergehende Lösung. Ich habe ja eigentlich Dünger als. Nur mit dem Punkt. Eigentlich habe ich gerade Dünger in Produktion. Ne? Also da, von daher ist es vielleicht ganz ungünstig. Egal. Dünger. Beifeld 65. Der Stelle, dass ich Bescheid weiß. So gut, okay. Den kann man lassen. Gut. Aber wir wollen zuerst kalt streuen, ne? Das wird wichtig. Ja, wichtig ist, wie Arbeit gemacht wird. So. Und zwar müssen wir drauf fahren. Und zwar. So. Cosplay. Cosplay. Oh, noch die 18er Version. Na egal. Schon 23. Ja. Kursgenerierung, Feldnummer 65. Arbeitspalette nehmen wir 20. 20. Vorgewende machen wir ruhig dreimal. Hier wegen den Deich und so, ne? So hat er mehr Platz zum Wenden, muss ich viel so rangieren. Und sonst wird er viel hin und her fahren, das dauert lange. So, das wird ganz gut. Fertig. Zurück. Dann nutzen Autodrive. Und zwar, da stellen wir jetzt ein. Und zwar diesen Modus. Oben war Feld. Und zwar Abfahrer und Hof. Nee, Kalk 2, Kalk 3. Natürlich Kalk, ne? Das lassen wir so stehen, machen wir nichts. Und hier machen wir ersten Wegpunkt. Einstellen. Ja, weil erstmal wird viel Kalk aufgehen. Aber halt. Nö, 6,3 Tonnen, ja, das ist doch viel. Ja, da geht bis außen ran. Das passt. Ja, sieht man auch schon auf der Karte. Es wird grün, ne? Dazu brauchen wir eine Weile. Gleich werden wir es machen mit Düngersteuer. Den schnappen wir uns auch. Den nicht, den anderen. Den bereiten wir jetzt vor.
Bin da gespannt, wie das so klappt. Da wäre von da gekommen. Es kann sein, es ist sogar so, dass ich da einen Punkt machen muss. Verbindung. Das sieht aus, fährt da so eine große Runde wahrscheinlich. Ich mal gucken. Oh, Lenkung geht nicht. Beziehungsweise geht zu. Zu. Muss ich kurz, sonst weiter hier auf 0 gehen. Mache ich Tastatur ganz kurz. Wenn er kommt vom Feld, rein theoretisch, und wird dann hier rechts lang fahren, wo ich gerade jetzt so fahre. Und dann muss er ja nach links. Und das ist nicht der Fall. Da muss verbinden. Oder ist Verbindung da? Da ist Verbindung da. Ja, das ist vorhanden. Den anderen Bauer nicht. Erstmal. Beziehungsweise wäre auch praktisch, wenn er von Feld 66 kommen würde, ne? Das wäre ja auch sinnvoll, wenn er dann von da kommt und dahin fährt. Ne, falls man doch mal das Feld kaufen können, dann passt das schon. Ja, die Straße passt. Vielleicht müssen wir die Bank entfernen, ne? Das kann sein. Ist möglich. Aber für das erste Mal nicht. Ne? Also hier war nochmal Dünger. Mach ich mal gleich fertig. Feldnummer 65. Dünger bei Beil. Bei Feld 65. Ja, Dünger passt. Es kann sein, dass die beide sich neben den Haufen fahren. Das ist gut möglich. Mal gucken mal gleich, ob hier klappt. Ob wir hier irgendwo noch einen internen Fehler finden, den wir dann korrigieren könnten. Ne? Ist der motorisiert so schwach? Ah, Dünger ist schwer. Und da hat er sich festgefahren mit in den Mod da unten, der unten rechts war. Muss ich mal schauen. Da irgendwann ein Update gibt, das ist ein bisschen zu. Ja. Übertrieben ist, ne? So. Oh, oh, man hat ja keine Pflegebereifung. Könnte sein. Das scheint sogar zu sein. Oh. Gut, dann müssen wir erstmal aus dem Weg räumen und dann. Das ist Breitreifen. Das ist keine Pflegereifung. Junge, wir vertauscht beim Kaufen. Weil der hat auch Zwillingsbereifung für Pflegereifung. Das ist. Gut, dann fahren wir den mal zum Hof. Dann müssen wir so schlafen gehen, ne? Ist eh dunkel. So. Auf geht's. Und dann näher. Aber den machen wir jetzt aus. Wir fahren zum Hof. Nützt ja nichts. Reparaturstation. Könnt ihr aber hier auch errichten, das ist kein Problem. Denn dann können wir hier eine Wartung durchführen und gleichzeitig das könnte man hier links gleich so hinstellen. Dann ist das kein Problem. Wir brauchen nicht so weit fahren. So. Muss ich nur jetzt finden, ne? Das ist jetzt das nächste Problem. Wo ist das genau geblieben? Ah, das habe ich irgendwo hier, ne? Weiß ich genau. Ah, hier. Und zwar, das werden wir hier hinknallen. Und zwar so gedreht, dass sie
der Stromkasten nicht im Weg ist, ne? Einzig ist es besser, um andersrum zu fahren, aber so. Aber bevor wir jetzt groß weit fahren, ist halt besser, wir haben das gleich hier fertig. Dann ist der eingesackt mit den Reifen, das kann aber nicht sein, ne? Reparieren brauchen wir nicht. Ist für Linksbereifung, ja. Das ist der andere Typ. Das heißt, der ist nicht der, wo ich dachte, ne? Gut, dann machen wir hier auf die Schmalen gehen, ne? Das ist halt so. Da wird der andere richtig Probleme kriegen beim das ist ein anderer Typ. Da wollte ich mal umstellen, ne? Auf andere Traktoren. Gut. Ist halt nicht so. Nächstes Mal. Machen wir Licht anmachen, ne? Lenkung wieder verrückt. Man muss ich näher anschalten. Das ist jetzt, so. Deswegen ist es auch so schwach in der Geschwindigkeit und Beschleunigung. Na gut. Wird reichen für dieses Feld. Und dann müssen wir sehen, dass wir das entsprechend umrüsten. Wenn wir richtig Geld haben. Gut, der Kaltschaltung eine zweite Runde gemacht. Das ist gut. Gerade ist dadurch, naja, der hat ja eine höhere Arbeit. Der Dünger hat ja eine höhere Arbeitsbreite. Von 30 Meter. So, Pflegebereifung und das hat nicht. Also nicht mehr. So, eigentlich halt ist es. Zack, Düngemodus. Kursgenerierung, Feld 65, da machen wir euch 2. Wir rechnen mal ganz kurz. Man muss hier mal gucken, wenn hier irgendwas sowas ist, dass es nicht beim Nachbarfeld rüber geht. Dann muss man halt eine Position wählen. Zurück. Benutzen, auffüllen, ja, also eingestellt und einstellen. Geht ja einiges rauf, ne? Nun weiß ich nicht, ob das normalerweise so, man müsste gleich von Anfang an Dünger geben, damit die Pflanze von vorne reinwachsen kann. Jetzt, bis jetzt ist er ja im Prinzip unterversorgt und da ist eigentlich ein Problem im Wachstum zu erwarten, dass es da nicht so optimal läuft. So, das sieht gut aus. Wie lange braucht er dafür? 53 Minuten. Ja, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Für die heutige Folge ist nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr morgen auch da seid. Morgen geht es weiter hier. Und ich gehe erstmal zurück zum Hof und schlaf. Also bevor wir eine Folge beginnen, habe ich geschlafen. Und da geht es morgen weiter hier. Lasse ich die beiden arbeiten. Überwache ich ein bisschen. Das hat auch funktioniert. Mit befüllen, wo Dünger eigentlich ausreichen könnte. Aber mal schauen, ne? Tschüss, ciao, ciao. Nochmal ein dickes Dankeschön fürs fleißige Reinschauen. Tschüss und Winke, Winke.